Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe hier Handtücher, ich habe gerade die Wäsche zusammengelegt. Es ist schon gleich 13 Uhr. Genau, ich habe die Wäsche zusammengelegt. Gegessen haben wir auch schon. Der Lukas ist draußen mit seinem Freund. Selina ist oben. Und heute nehmen wir euch wieder mit durch den Tag. Heute werden wir einkaufen. Es ist zwar Dienstag, aber wir haben nichts mehr da. Deswegen, ja, ich habe jetzt heute wenigstens mit Soße gemacht. Und deswegen fahren wir heute einkaufen und wir müssen auch noch zum DM. Wir brauchen nämlich Windeln, Tücher, bla und blub, alles Mögliche. Ich habe nämlich die 10-fach Punkte bei Payback und dann nutzen wir das immer und machen so einen Großeinkauf. Klopapier, Zewa, bla und ja, Zahncreme, alles, was man halt alles so braucht, wie immer. Staub gesaugt habe ich schon. Ja, Lukas und sein Freund haben hier gegessen, alles stehen lassen. Die Jungs halt. So, dann nehme ich das mal schnell weg und alles. Deine ist gerade eingeschlafen. Die Spülmaschine blinkt schon wieder. Und dann bereite ich alles für den Einkauf vor. Achso, genau. Ich wollte noch gucken, ob die Glasflaschen endlich da sind, weil die Lieferung kommt heute. Mal gucken, ob es schon da ist. Müsste eigentlich schon da sein. Ja, ist schon da. Perfekt. Dann trage ich das nämlich kurz rein und hier stehen schon die Sachen für den Einkauf bereit. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir sind da wach geworden. Guten Morgen. Papi ist auch gleich da. Schon 2:30. Gehen wir einkaufen. Ja. Was ich unbedingt machen muss, ich verschiebe es schon die ganze Zeit, weil ich es mega hasse. Und zwar das Bett beziehen. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich unten die Bettwäsche habe. Ja. Ein bisschen ärgern. Mal gucken, ob ich die Bettwäsche hier habe. Nein, das war klar, jetzt muss ich nochmal runterlaufen. Ist die Bettwäsche unten. Wahrscheinlich. So. Gefunden. So, der Roy ist jetzt auch da. Und die Kleine ist hier. Nimmst du die Kleine? Hallo. Mag ich auch, sonst hätte ich nicht Hallo sagen. Ja. Sonst denkt man, du bist unerzogen. Ja, bin ich auch. Bist du ja auch. Ein böser Junge. Hier steht eine Kiste, die anderen Kisten. Die Jacke ist, glaube ich, oben. Brauchst, glaube ich, keine Jacke, oder? Echt? Nee. Echt? Braucht man eine Jacke? Ja. Du hast gesagt, es ist warm. Ja, für mich ist es warm. Ich renne auch bei -7 Grad mit kurzem T-Shirt rum. Ja, ich teste das jetzt mal, sonst schmeiße ich mir einen ab. Aber ich brauche keine Jacke. Ja, dann sieht man dein Ding. Ist Lukas mit dem Fahrrad gefahren? Ja. Okay, weil sein Roller steht hier. Ja, und hat einen Helm auf dem Kopf. Ja, ich hoffe es. Ja, stimmt. Ach so, wegen Schlüssel hast du dem Lukas Bescheid gesagt, oder? Ja, es war eine lila Jacke. Lila Jacke, nö. Helm. Starker Mann. Nee. Nicht nur drei. Weiß ich nicht. Diese Familie ist mega peinlich. Ich sag's euch, ich sitze gerade auf der Straße. Mein Hals tut jetzt. Wieso hast du wieder gepupst? Martha? Der Roy hat irgendein Viech aus Selina geschmissen. Sie hatte die Flaschen in der Hand und hat alles auf den Boden geschmissen und hat geschrien. Die ganzen Nachbarn haben geguckt. So, und ich muss mich schnell anschnellen. Ja. So, wir sind jetzt auch nochmal vor DM. Schaut mal, wir sind gerade bei DM noch. Voll die schönen Sachen. Oh, ich liebe Weihnachtssachen. Da gibt es übrigens so einen Kalender, wie wir haben. Den wir immer auf den Kamin hängen für die Kinder. Wie süß. Oder das hier, mit den Bäumchen drin. Kann man nicht genug haben, oder? Von Weihnachtssachen. So, was brauchen wir noch Schönes? Brauchen wir hier irgendwas? Was gibt es hier Neues? Ich habe das schon ewig nicht mehr benutzt hier. Weil ich finde, mein Kopfhaut juckt immer danach. Ja, wo sind die anderen hin? Rennen die schon wieder durch den Laden? Hm? Oh, hab
habe ich schon erzählt, dass wir überlegen sind? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich stehe jetzt gerade auf jeden Fall vor den Weihnachtssachen. Oh, wie schön. Kleine ist wach. Und ich habe jetzt auch schon bei mir in Baden ein paar Sachen reingemacht. Und die haben Kartoffelbrot. Oh mein Gott, wie das riecht. Ich krieg so einen Hunger. Ich würde am liebsten da reinbeißen. Und hier gibt es auch diese Kuchen, die ich letztes Mal beim Tauchern gesucht habe. Sehr gut. Ah, hier gibt es Duftkerzen. Dann nehme ich gleich mal welche mit. Weil wir haben keine mehr. Das ist gebratene Mandeln. Oder Vanille. Also ich habe jetzt dran gerochen mal. Ich nehme mal gebrannte Mandeln mit. Probiere ich mal. Oh, wie lieb sie ist. So, wir beladen jetzt. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ich mache die Kleine ins Auto. Ich sehe kein Bio, ich sehe nur uns. So, wir sind wieder zu Hause und alles Chaos. So viel Zeug. So viel Essen. Kleine hat Hunger und Kleine weiß, wo was hingehört. Ich würde sagen, das Kartoffelbrot und die Brötchen machen wir gleich auf den Tisch. Fürs Abendessen. Die Pizza auch. Nee, die Pizza kommt in den Kühlschrank. So, stell ich schon mal hier hin. Was? Die will ich heute essen. Nee, die essen wir heute nicht. Wir essen frische Brötchen. Oh, ich habe so einen Hunger. Wir haben jetzt alles hier hingestellt. Würstchen und Brötchen und alles Mögliche. Roy macht noch Mozzarella und Tomaten. Natürlich ist es total komisch durch die Zeitumstellung. Man hat früher Hunger, man ist früher müde. Also ich finde es total doof mit der Zeitumstellung. Hast du schon Mozzarella? Ja, da. Ich habe keine Gabel. Ups, Salat. Lukas, komm. So, wir haben ja jetzt bei Lidl noch so Duftkerzen gekauft, so große, in gebrannte Mandelduft. Und ich werde jetzt gleich eine reinmachen. Welche hättest du denn gern, Schatz? Ja, das sind gebrannte Mandeln, riech mal. Ja, was soll ich dann auswählen, wenn alles gleich riecht? Ja, welche Farbe meinst du? Ja, immer hell. Aber ich sehe das doch nicht. Riecht voll schön, gell? Ja. Hell. So. Und übrigens, die Kerzen von DM, die wir letztes Mal mitgenommen haben, kann ich überhaupt nicht empfehlen, weil am Schluss fackelt das Plastik. Also total doof. So, Bettchen auch frisch bezogen. Schön. Abend gegessen und das Kartoffelbrot war so mega lecker. Es ist komplett weg. Keiner wollte laue Brötchen, jeder wollte Kartoffelbrot. Spülmaschine ist jetzt fertig endlich. Ich habe beim DM noch so neue Sauger mitgenommen. Für die Kleine in Größe 2. Wir hatten nämlich gemischt 1 und 2 für die Nacht 1. Aber ja, irgendwie quält sie sich da und ist genervt, weil nicht so viel rauskommt. Deswegen mache ich die für die Nacht heute bereit. Es ist so dunkel draußen, obwohl es gerade mal 17 Uhr ist. Ja, Viertel vor. Hä? Die Uhr ist falsch. Ah, die Uhr ist stehen geblieben. Okay. Es ist kurz vor 5 und so dunkel. Gewischt. Das kam weg. So. So, die Kinder wollten Eis und Roy auch. Ah. Wo haben die das Eis hingemacht? Ach, hier. Wir haben so ein riesen Paket Eis mitgenommen. Irgendwie kriege ich es hier nicht raus. So, jetzt mit Gewalt geht's. So. Das stimmt hier nicht. Jetzt. Ich habe noch Schüsseln. So, Mama macht gerade hier ein. Sieht so lecker aus, gell? Welche willst du? Schoki. Alles gemischt oder nur Schoki? Nee, nur Schoki. Und dann nehme ich, ja, dann nehme ich noch Kokosraspeln und ja. Reicht das oder mehr? Ja, das reicht. Okay. So, die Riesenportion ist für Roy. Mir reicht das ja, aber ich nehme auch eine Schokolade. Wir wollen auch keine Schokolade. Das Eis erinnert mich an früher. Und wie an meine Kindheit. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das gab es immer im Kindergarten. Also wir haben ja vorhin bei Lidl 108 Euro bezahlt, aber irgendwie ist der Kühlschrank gar nicht voll geworden.
Naja, die Kinder haben sich die Kuchen hingemacht. Ich habe doch diese Kuchen da gekauft und die hochgebracht. Anscheinend. Aber die Schwester Lecko, die hat der Roy mir ins Krankenhaus mitgenommen, mitgebracht. Als ich die Kleine entbunden habe, da habe ich die komplett gegessen. Ja, ich weiß, ich sehe so aus. Zumindest mein Bauch. Ja, die Kuchen sind nicht da. Die Kinder haben alles hier hochgebracht. Die Chips und so. Ist voll. Muss leise sein, weil die Kleine schläft. So, ich gehe mal kurz zu Sena ans Zimmer. Hier kann ich laut reden. Wenn die Kleine gerade eingeschlafen ist, dann wird sie schnell wieder wach. Ich würde mich auch von diesem Vlog verabschieden. Denn heute passiert nichts mehr. Wir werden nur noch essen, 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 wie immer. Und ich nehme euch dann morgen wieder mit. Mal gucken, was morgen passiert. Ich weiß noch nicht, vielleicht fahren wir zu meiner Schwester. Wir wollten auf den Spielplatz und spazieren gehen und so, aber ich weiß noch nicht hundertprozentig. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!